Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ein E-Mail-Header aufgebaut wird. Ein E-Mail-Header ist sozusagen das Versandprotokoll, wo jeder Mail-Server eben einträgt, von wem er die Mail bekommen hat. Und über den E-Mail-Header kann man dann eben herausfinden, wer der Absender war. Wenn ich eine E-Mail schreibe, werden in diesen Header schon verschiedene Informationen angelegt, wie von, an, betreff, Datum und so weiter. Und wenn jetzt eben der erste Mail-Server drankommt, dann sagt er, also nimmt er eben diesen Header, wo eben von, an, betreff, Datum und so weiter drin steht und schreibt oben drüber, dass er es von Absender bekommen hat und ich bin MX1. MX1 ist jetzt einfach nur ein Beispiel. MX steht für Mail-Server im Endeffekt. Und der nächste Mail-Server, an den es geht, der trägt eben ein von MX1. Und ich bin MX2 und lässt aber drin von Absender, ich bin MX1, von an Betreff und so weiter. Und das kann halt ein paar Mail-Server betreffen. Und am Schluss hat die Mail dann eben der Empfänger und der hat dann den vollständigen Header. Gut. Schauen wir uns mal an, wie das Ganze so technisch dann aussieht. Da gibt es hier eine sehr schöne Seite vom Thomas Hochstein, der sich da sehr viel Mühe gemacht hat, den E-Mail-Header zu erklären. Das werde ich jetzt hier im weitaus geringeren Umfang machen. So, ich hoffe, das kann man schön lesen. Das hier ist sein Beispiel. Und hier unten sieht man eben diese ganzen Informationen, die praktisch in den E-Mail-Header vom Versender eingetragen werden. Die Received-Zeilen, das sind diese Zeilen, wo ich gerade gezeigt habe. Das sind die von Absender und ich bin der und der. Und das sieht man hier sehr schön. Er hat es von der Post RWTH Aachen bekommen und bei, das ist eben das Ich bin. Und das macht eben der Nächste auch. Er hat es davon bekommen. Und er ist aber der GMX. Und sprich, das, was hier steht, sollte auch hier stehen. Ja, also der, der es hier empfangen hat, sollte in der nächsten Zeile eben im From sein. Und so kann man sich eben diesen E-Mail-Header Stück für Stück erschließen. Und im Endeffekt ist der Absender eben der hier gewesen mit dieser IP-Adresse. Und dann kann ich ja natürlich wieder weitermachen, kann so schlecht wie es ist Geolocation machen, ich kann Whois machen und so weiter, um herauszufinden, von wo diese E-Mail eigentlich hergekommen ist. Okay, das war's schon wieder. Macht's gut, ciao, ciao.